Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train SimWorld 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier auf der linken Rheinstrecke, genauer gesagt im Bobbad Bad Salzig und werden heute einen PBZ nach Koblenz fahren. Und ja, ich habe mir schon mal so ein bisschen was zusammengestellt. PBZ sind ja immer so ein bisschen zusammengewürfelt. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Ich denke, es ist mir gut gelungen, einiges da zusammenzuwerfen. Das sind ja mal ganz furiose Zusammenstellungen an Personenwagen und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir beginnen, gehen jetzt zu unserem Zug und dann werdet ihr euch das mal so ein bisschen bestaunen können. Als Zugpferd haben wir heute eine BR193 Vectron und wie gesagt, ich habe dort allerlei Wagen dran, unter anderem hier den RAX Steuerwagen Dosto, dann einen unlackierten Dosto Steuerwagen, dann einen normalen in Verkehrsrot, einen Steuerwagen Dosto, einen mintgrünen N-Wagen, noch einen mintgrünen N-Wagen, dann habe ich einen Silberling dazwischen gepackt, dann habe ich noch einen T dazwischen gepackt, beziehungsweise einen Rheingold IC-Wagen. Und zum Schluss haben wir noch hier die Interregio und schließlich noch einen Güterwagen dranhängen. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zu unserer Lok, rüsten auf und lassen dann verlassen dann den Ort hier. Wollte schon sagen, Fahrgäste einsteigen, aber das ist nicht erlaubt, weil wir sind kein gewöhnlicher Reisezug, sondern wir sind hier ein PBZ und haben Wagen zu überführen. Und genau das werden wir jetzt tun. Würde sagen, wir beginnen damit, verlassen den Fotomodus und steigen ein in unsere Zuglok BR193. So. Machen hier erstmal die Tür zu. Dann machen wir das Ganze, lassen wir so, genau, wir steigen an unseren Sitz. So, dann machen wir das erstmal auf Dunkel hier. So, dann machen wir die AFB ein und die machen wir auf 40. So, wir sollten aber erstmal die Lok an sich aufrüsten. So. Nochmal auf 0. AFB, Jetzt haben wir sie nämlich aktiviert. AFB, AFB. So, dann müssen wir hier noch in die Einstellung. Aber das trotzdem auf PTB-Modus O. So, dann müssen wir noch eigentlich gar nichts mehr. Das müssen wir noch. AFB, Ach, AFB, toll. AFB, Das war natürlich jetzt AFB, clever. AFB, AFB, Ach. AFB, AFB, AFB. Ja, so jetzt nochmal. Jetzt war es natürlich. Achso. Was soll ich? Führerbremsventil habe ich. Achso. Okay. AFB, Ach, weißt du, da AFB, war gerade, warum ich AFB. den Schlüssel wieder ausgemacht habe, weiß ich nicht. Egal. Wir sind abfahrbereit, würde ich sagen, und müssen uns nur noch eine Route legen. Und zwar das Ganze bis Koblenz. Zwar das Ganze bis Koblenz. Das wird der Hauptbahnhof sein, oder? Nee. Nee. Kommen wir da überhaupt hin, ist die Frage. Ist die Frage aller Fragen. Werden wir versuchen müssen. Werden wir versuchen müssen. Ja, das geht. Das ist doch sehr schön. Gut, dann lösen wir die Bremse. Lösen wir die Bremse. Und schalten langsam auf. Koblenz-Mosel, Güterbahnhof, da werden wir jetzt hinfahren.
mit unserem PBZ. So, wir haben die Sicherungssysteme nicht eingeschaltet. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Zugbeeinflussung. So. Wunderschön. Schneller werden. So. Schönes Foto. Das sieht doch wunderbar aus. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Das ist jetzt auch nicht die weiteste Strecke, 60 Kilometer. Ich denke, das geht noch. Upsa, ein bisschen schnell. Größte Szenario gebe ich zu, aber ich denke, sowas kann man auch mal machen.
Schaut euch das doch mal an. Was für eine wunderschöne Aussicht. Wunderschön. Ach, diese Bäume. Das ist doch einfach nur ein wunderschönes Bild. Wunderschön. Wunderschön einfach. So, mit 40 gleich. Einfach nur ein Traum, ein wunderschöner Traum. So, steigen wir mal wieder ein. Jetzt sind es noch 12 Kilometer bis Koblenz Mosel GBF, wo wir unseren GBZ abstellen werden.
haben wir unsere Überführungsfahrt abgeschlossen. So, es wird langsam Abend, glaube ich. Zumindest sieht es so aus, als ob die Sonne untergeht. Könnten dann natürlich noch die Zuglok wieder neu einsetzen, also für neue Einsätze, weil da im GWF werden mit Sicherheit Wagen stehen, die wir uns dann nehmen können. Und dann können wir in den Bahnhof fahren und wieder eine Tour nach Mainz fahren zum Beispiel. Also es ist wirklich alles möglich hier im TSW. Also das ist wirklich eine wunderschöne Sache, ein schönes Feature, und ich bin schwer begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Es fängt an zu regnen, aber wer sagt's denn? Jetzt haben wir wieder alles dabei. So, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen langsamer werden, zumindest schon mal auf 80. Nämlich auf jeden Fall quittieren, da sowieso unter 85 bleiben. Zugbeeinflussung. Super. Zugbeeinflussung. 40. Zugbeeinflussung.
wahr? Schön durch Koblenz, durch den Hauptbahnhof. Jetzt rein. So, soll er mal quittieren? Vorne unser Ziel. Wunderschön. So, ein kleines Stück vor. So, können wir aussteigen. Machen noch. Na gut, Jumpson, das machen wir anders. Wir wollen ja nicht nass werden. So, dann fahren wir noch vor bis zum roten Signal und beenden dann das Szenario.
So. Könnten jetzt mal ganz kurz versuchen, ob wir da noch weiterkommen. Aber wahrscheinlich. Nee. Das wird nichts mehr. Okay, dann bleiben wir hier stehen, rüsten die ganze Kiste ab. So, ich Scheinwischer aus. Genau, AFB aus. Dafür muss hier aber auf jeden Fall auf 0 und bestätigt werden. So, dann das Ganze AFB, aus. AFB, AFB. Licht aus. So, damit hätten wir das. Wir haben den Strommarkt immer noch gar nicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht ja gar nicht. Jetzt haben wir es. So, wenn schon richtig. Damit ist unsere Arbeit hier beendet. Wir haben unseren PBZ hier überführt, haben Feierabend gemacht bei wunderbarem Wetter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenne Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.